Hallo meine Lieben und herzlich willkommen, mein Name ist Captain Bam, dies ist das Spiel im Magazin und ich habe gerade eben wieder eine Nachricht bekommen, seht ihr das rechts oben? Ich bin hier so ein bisschen rumgeschwommen und wollte eigentlich nur noch ein paar Rubine einsammeln und plötzlich siehe da, eine Nachricht. Ja, dann würde ich sagen, hören wir die Nachricht mal ab. Vielleicht gibt es ja wieder ein neues Indiz, wo ich mehr Teile finde. Hier, Kommunikator, Nachricht abspielen. Wir hören rein. Okay, also keine neue Nachricht. Das ist irgendwie schade. Hier. Die Nachricht habe ich auch bekommen. Geländescans zeigen, dass dieses Biom eine ungewöhnlich hohe Konzentration von organischen fossilen Überresten enthält. Ich meine, das haben wir ja schon rausgefunden. Ungeachtet dessen würde ich vorschlagen, wir machen jetzt das, was wir uns vorgenommen hatten in der letzten Ausgabe. Schnappen uns den Krebs und gehen zu dem Punkt hier. Ich will gerne wissen, was da hinten ist. So, deswegen stürzen wir uns einmal ins Abenteuer und zwar am besten hier hin. So, dann glaube ich hier gesehen zu haben etwas Uran. Hier. Das würde ich gerne mitnehmen. Und da drüben auch, wenn ich es gerade sehe. Weil Uran ist jetzt noch nicht so, dass ich jetzt so wahnsinnig viel davon hätte. Da habe ich andere Sachen schon deutlich effizienter abgebaut. So, was haben wir hier? Oh ja, da hinten, da gibt es noch was zum Abbauen. Aber das scheint mir nur Quarz und Titan zu sein. Das können wir uns sparen. So. Beziehungsweise, ich kann es ja auf dem Rückweg machen. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf das da. Was auch immer das ist. Boah. Das ist ja Mords die Station. Das ist auch so. Diese Biester da. Oh, hier auch. Das Gefühl habe ich aber auch. Kann ich das. Ach so, scannen ist gerade blöd, weil ich bin ja hier. Das ist ein bisschen giftig. Komme ich da hoch? Boah. Boah, ich komme da hoch. Detecting an alien broadcast. Linguistic analysis reads. Caution. Hazardous materials and life forms contained. Nein. Lass mich in Ruhe. Ich gehe voll in die Falle. Vorsichtig um. Auf jeden Fall kann ich hier ein Rubin mitnehmen. Und schlendere mal weiter in diese Richtung. Hier hat es zwar allerhand. Aber hier unten komme ich, glaube ich, nicht weiter. Was es hier vor allem hat, sind jede Menge Ressourcen. Blei ohne Ende. Was natürlich ganz toll ist für einen wie mich, der halt gerne die Ressourcen einsammelt, aber ich muss da irgendwie rein in dieses Ding.
komme ich da rein? Haben wir noch mehr Blei? Da oben. Das ist ein Eingang. Jetzt ist ein bisschen die Frage, wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin, ohne dass ich vorher gefressen werde? Weil da. Und da ist auch irgendwas. Vielleicht, wenn ich einfach nur beherzt springe, ob das wohl reicht? Boah, da ist ja auch nochmal voll die Höhle hier. Und Rubin, jede Menge Rubine. So, jetzt stelle ich mir halt einfach die Frage, geht's denn noch höher? Höher geht noch. Schauen wir mal, ob das reicht. Und ob er mich einfach so vorbeilässt. Na komm, ich will da rein. Nein! Doch nicht jetzt! Ach du Scheiße, wo ist mein Krebs? Fuck off! Mitten im Flug! Oh, der Krebs? Das gesehen mitten? Ich war auf dem Weg, ich war schon fast drin. Jetzt halte ich mich einfach daran fest und hoffe, dass wenn ich jetzt gleich wieder anfange zu gleiten, dass ich noch ein bisschen Auftrieb bekomme. Ich muss ja hier nur um die Ecke. Ja. Halte dich fest, Junge. Verdammt, noch eins. Ich war schon drin. Mit dem Arsch war ich schon drin. Verdammt. So. Und jetzt bin ich wirklich drin. Ich kann doch hier atmen, ne? Hier drin. Oder? Nee. Aber da drüben hat es auf jeden Fall wieder so... Hier. Ionenwürfel einsammeln. Denn das hier wieder für eine Station bemerkenswert. So, dann aber ich kann auf jeden Fall im Krebs bleiben. Interior walls in this section are substantially reinforced, indicating the designers were seeking either to keep something out or contain it within. Whatever their intention, it clearly failed. Tafel habe ich nicht. Ich habe keine Tafel. Die muss ich mir erst wieder bauen. Da muss ich nochmal zurück. Fuck off. Jetzt nochmal von diesen Würfeln. Die kann ich einsammeln. Ich muss unbedingt diese Rubin-Geschichte da ausschalten. Damit ich hier einen klaren Blick bekomme. Was ist denn das? Das kann ich scannen. Oder? Ja, Ei. Krass. Seedrachenei. Dieses große Ei wird in einem hermetisch versiegelten Behälter aufbewahrt und wurde chemisch sterilisiert, da es in dieser Einrichtung nicht möglich war, ein ausgewachsenes Seedrachenexemplar aufzunehmen, ist es wahrscheinlich, dass die fremden Forscher stattdessen Eiablage und Brutprozess von Leviathan-Arten studierten. Zu welchem Zweck ist unklar. Cool. Ja, und hier haben sie dann auch irgendwie Rochenpräparate. Rochenarten. Boah, ich muss die Rubindinger ausmachen. Also, ich würde vorschlagen, ich
düse jetzt einmal zurück mit meinem Krebs. Mach die ganzen Rubinteile da mal weg, weil das macht mich gerade voll kirre. Und dann hole ich mir auch so eine Tafel, damit ich hier reinkomme. Das wäre wirklich gut. Deswegen düse ich jetzt nochmal zurück. Und hoffentlich habe ich beim nächsten Mal mehr Glück. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich muss da nach hinten. Genau. So, also, ich kann mich auch einfach fallen lassen. So ein bisschen zumindest. Hier liegt auch irgendwas rum, ne? Ein Knochen. Und hier. Boah, ich werd schon paranoid, nur wegen den Fischen. Ich laufe auch gerade schneller, ne? Aus Angst. Das ist nackte Angst. Oh, er kommt näher. Ich hau ab. Tschüss. Da, ich bin weg. So, dann würde ich vorschlagen, ich mache es wie besprochen. Ich baue jetzt hier noch ein bisschen was ab und in der nächsten Ausgabe bauen wir uns diese Plakette, diese Alien-Plakette. Und mit der Alien-Plakette gehen wir dann nochmal zurück in diese Station. Und vorher machen wir noch die ganzen Rubin-Scanner-Entdeckungen aus. Damit ich dann ganz in Ruhe mir das alles anschauen kann. Dann kann ich auch schöne Screenshots machen. Und ja, sensationell. Leute, in der nächsten Ausgabe gibt es noch mehr von dieser, ich nenne es mal Forschungsstation. Das scheint es ja zu sein. So, in diesem Sinne, mein Name ist Captain Bam. Ihr seid die Besten. Bis zum nächsten Mal. Ciao. We'll be right back.